Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid und heute gibt es TFT. Teamfight Tactics, der Game Mode ist jetzt auf dem PBE und ihr werdet nicht drum herum kommen, der Hype ist komplett real, alle spielen TFT. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute gibt es jetzt auch eine TFT-Runde und ich werde es euch so gut es geht erklären. Ich denke mal, viele wissen, wie Auto-Chess funktioniert und einige haben es bestimmt bei Maxim auch schon gesehen und hier und da. Aber auch für die Leute, die Auto-Chess kennen, der Game-Mode ist nochmal ein bisschen, also es gibt hier und da nochmal so ein paar Sachen, die anders sind, muss man definitiv sagen. Also für mich war es auch erstmal neu. Das Game beginnt, indem wir uns eine Einheit auswählen. Das heißt, wir haben ja einen Pool und jeder kann sich da jetzt was rausnehmen. Ich nehme mir einfach irgendeine grüne Einheit. Den da. Den Rexer nehme ich mir. Den Rexer. Ich sage euch auch gleich, warum. So. Grüne Einheiten sind, also grau ist schlecht, grün, so wie man es kennt. Grau, grün, blau, lila und so weiter. Ich habe mir jetzt Rexer gegönnt, weil sie zum ersten 2 Gold wert ist. Das heißt, sie ist ein Gold mehr wert, wenn ich sie verkaufen möchte. Man kann alles mal für 100% verkaufen. Und sie hat dieses Item, Leute. Das ist, glaube ich, overall das stärkste Item, was es gibt. Hätte ich gesagt. Das Item kann erstmal überhaupt nichts. Aber ihr könnt daraus richtig krasse... Das ist wie ein Diamant, Leute. Ein Diamant alleine in Minecraft bringt euch nichts. Aber ihr könnt da richtig krasse Sachen upgraden. So, die ersten 3 Runden sind gegen Minions. Und ihr seht, mit jedes Mal, wenn das Ding angegriffen wird und angreift, lädt sich das Mana auf. Und sobald Mana voll ist, kann das Ding ulten. Ja, jedes Ding hat so eine Ult, da könnt ihr einfach Rechtsklick hier drauf drücken und seht, hey, eingraben. Naja, das war jetzt die Ult. Oh, wir haben ein Schwert bekommen. Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt können wir das hier drüber machen und sehen, hey, man kann das kombinieren. Es wird zu Yomus Ghostblade, die Figur ist auch ein Assassine. So, jetzt müssen wir erstmal schnell was gucken. Was haben wir? Wir haben Void und Brawler. Hier haben wir Void. Da machen wir doch Void erstmal ein bisschen. Void und Brawler, das heißt, wir haben, jede dieser Einheiten hat verschiedene Sachen. Sie ist ein Brawler und ein Voidling und er ist zum Beispiel ein Sorcerer und ein Void. Und da sehen wir jetzt das Ganze, was wir auf dem Board haben, ne? Ein Sorcerer, ein Brawler und 2 Voids, weil die beide Voids sind. Und es gibt Bonis, die wir freischalten können. Das heißt, wenn wir 3 Voids haben, dann all basic attacks ignore 50% of the enemy's armor. Das heißt, man muss sich so ein bisschen was zusammensuchen an Einheiten, die man möchte, ja? Also, viele Fernkämpfer. Ne, du hast ja in der Armee bei Herr der Ringe nicht Zwerge, Orks und alles in einer Armee, sondern du hast einen Zwergen-Bogenschützen, dann hast du einen Zwergen-Reiter und du hast den Zwergen-Oberkommandant. Und dann denken sich alle, boah, geile Zwergenparty, wir sind jetzt richtig zwergig drauf. Naja, und so ist es auch hier. Ihr müsst Dinge kombinieren. Und wir können jede Runde neue Einheiten kaufen, die sind zufällig und wir müssen jetzt halt wirklich gucken. Wir können jetzt den dritten Void draufpacken und jetzt habt ihr auch gesehen, Blitz ist. Wir haben jetzt 3 Voids, Leute. Und das Ding ist, kauft immer einfach alles ein. So viel, also nicht alles, aber ihr könnt es für 100% wieder verkaufen. Einfach kaufen und wenn ihr keinen Bock mehr habt, weg damit. Aber so haben wir die Chance. Wir brauchen nämlich, unser Ziel ist es, nicht nur die Kombination zu haben, wie zum Beispiel jetzt 3 Voids, die müssen jetzt super viel Damage machen. Sondern wir wollen auch die Einheiten upgraden. Einheiten upgraden wir, indem wir 3 von einer Sorte sammeln. Das heißt, 3-mal Kha'Zix, 3-mal Rek'Sai, 3-mal was auch immer. So, Assassine springt direkt hinter, sehen wir. Und die machen jetzt ordentlich Damage mit ihren Auto-Attacks. Und ab der nächsten Runde spielen wir gegen andere Gegner. Also wir haben jetzt einen Gürtel. Daraus können wir Wearers also Glacial. Okay, da habe ich... Wir könnten mal gucken, was wir aus den beiden machen können. Aber das, finde ich, jetzt könnte man besser machen. Irgendwo müssen die hier so eine Liste hin machen, aufklappen. Hey, welche Items kann man bauen? Das kombiniert mit das, mit das, mit das, mit das. Gold-Income. Wir bekommen nach jeder Runde 4 Gold. Guck mal, jetzt haben wir nämlich einen weiteren Kha'Zix. Zwei mal eine Vayne. Kaufen wir uns noch den. Ne, okay, passt auf, Leute. Wir machen jetzt was anderes. Wir verkaufen das. Verkaufen das. Und verkaufen das. Wir kaufen XP. Denn. Machen wir noch einen Kha'Zix rein. Ja. Denn. Machen wir das so, ja. Geben wir ihm auch mal das hier. Was passiert, wenn ich hier Zekis Herald. Okay, das ist nicht so geil eigentlich. Ich dachte. Ne, das habe ich. Ja. Also, Items kann man auch nicht wieder runternehmen. Außer ihr verkauft sie. Was ich jetzt gemacht habe, hier unten, ihr könnt XP kaufen. Für 4 Gold. Und immer, wenn ihr ein Level-Up habt, ihr seht, wir haben 0 von 10 XP. Für 4 Gold kriegt ihr 4 XP. Und wir haben jetzt nämlich 4 Einheiten auf dem Board. Für jedes Level bekommt ihr eine Einheit auf dem Board. Hier sehen wir, das hier sind Bronze-Einheiten, das Silber. Das heißt, er hat schon eine geupgradete Einheit. Aber weil ich Lord-Kommandant Tobias von Schneewolf-Wache bin, bin ich einfach der Outlaw. Oh, wobei, kommt Leute, der zaubert gleich nochmal. Ich habe jetzt zwar keine C2-Einheit gehabt, aber dafür eine Einheit mehr auf dem Board, weil ich fürs Level-Up gegangen bin. Weil ich einfach klug bin. K-L-U-K. Kaufen wir noch die hier. Zack. Wir müssen trotzdem jetzt gucken, dass wir langsam eine Einheit geupgradet kriegen. Voids. Gibt es auch noch einen Void-Buff? Ne, es gibt nur den Void-Buff. All Basic Attacks. Also alle, von allen Leuten. So, was haben wir hier? Guck mal, wir haben hier noch eine Rek'Sai, noch einen Kassadin. Und den würde ich gerne haben. Das heißt, wir verkaufen sie, nehmen ihn, schmeißen ihn runter und packen ihn drauf.
Die Frage ist natürlich, wie man die Einheiten auch immer hinstellt. Ich glaube, aktuell sind alles Nahkämpfer, das ist eigentlich scheißegal, hätte ich gesagt. Dem geben wir mal eben den Gürtel. Ich würde euch nicht empfehlen, die Items immer alle überall draufzulegen, weil jetzt kriege ich sie nicht mehr runter. Aber ich denke mir, für Einheiten, die ich wahrscheinlich eh irgendwann wieder verkaufe, da packe ich sie auch gerne drauf. So, er hat 2 T2-Einheiten und 2 Items ausgebaut. Guck mal, das ist doch schon wieder scheiße. Na, ist leider RNG so ein bisschen, muss man einfach sagen. Diese Runde werden wir sehr, sehr wahrscheinlich verlieren. Komm, Rex, der bundel dich ein. Und jetzt Knock-Up. War jetzt nicht so heftig, aber... Okay, jetzt hat er nochmal seine Ult, aber das wird nichts. Nee. Also das finde ich schon wieder doof. RNG ist halt mit dabei. Geldeinkommen. Ihr bekommt immer 4 Gold. Ihr bekommt außerdem, wenn ihr auf einer Winning-Stream seid, steigendes Gold. Das heißt, wenn ihr richtig lange habt, dann kriegt ihr, also erst 1 Gold, dann wenn ihr 3 gewonnen habt oder so 2 und wenn ihr richtig viele gewonnen habt, kriegt ihr sogar 3 Gold, glaube ich. So, wir haben jetzt ein Level 3 Kassadin. Sehr gut. Wir kaufen auch mal sie. Ja. Oder sollen wir, warte mal, wir parken mal Garen weg und wird gerne Ash. Oh, die kostet 3, die ist ja arschteuer, du. Oh, Kha'Zix hat das Ding. Jan kommt. Wir machen was. Wir machen einfach gar nichts. Ja. Also auch für eine Losing Streak bekommt ihr 4 Gold. Das heißt, auch wenn man benachteiligt ist und 4 verliert, kriegt man 4 Gold. Und ihr bekommt Geld durch ein Zinssystem. Das bedeutet, wenn ihr immer für alle 10 Gold bis zu maximal 50 Gold bekommt ihr ein Bonusgold. Das heißt, habt ihr 10 Gold, bekommt ihr 1 Gold, habt ihr 20 Gold. Also ihr müsst Geld anhorten, dann bekommt ihr mehr Gold. So Leute, können wir das schaffen? Das sind 2 T2-Einheiten und ich habe nur Müll noch hier. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt viele, viele Runden verliere, weil ich Pech habe, weil ich schlecht bin, warum auch immer, könnte ich sagen, okay, ich gehe für das Losing Streak. Ja, wir kriegen ja auch jetzt mal richtig viel Damage, wenn wir eine Runde verlieren. Das ist nicht so gut eigentlich. So, jetzt können wir, allerdings sind wir sehr, sehr weit unten. Und das heißt, wir können jetzt relativ früher eine Einheit rausnehmen. Welche nehmen wir? Wir könnten uns Volibear nehmen. Der scheint stark zu sein. Wir könnten uns... Okay, Volibear ist weg. Ash ist noch da. Ich würde mich irgendwie auf den Aatrox sehen, aber... das Sinn macht? I don't know. Ich gönne mir den mal, weil ich den noch nicht hatte. Man muss auch mal Sachen ausprobieren. Was hat der denn? Ach, der hat seine Q, glaube ich, als Fertigkeit, ne? Ansonsten, klar, ich hätte natürlich Kassadin nehmen können. Aber ich gehe natürlich auch so ein bisschen... vielleicht bin ich einfach greedy. Ich glaube, ich hätte Gangplank nehmen sollen. Ich bin so ein bisschen greedy vielleicht, aber Kassadin ist halt eine 1-Gold-Einheit und der hier ist 3-Gold. Das heißt, die Chance, dass ich ihn sogar verkaufe, ist relativ hoch. Weil er einfach wahrscheinlich gar nicht in meinem Deck reinpasst. Dann kriege ich wenigstens 3 Gold. So, was haben wir hier? Nichts. Wild, Demon und Sorcerer. Auf Sorcerer sehe ich mich auch so ein bisschen. Das heißt, ich kaufe erstmal großzügig ein. So, er. Er hat das BF-Sword. Ich glaube, ich verkaufe ihn halt legit einfach wirklich. Oh, wir können das so machen, Leute. Pass mal auf, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt gebe ich zwar meinen Void-Buff weg, vermutlich, aber... ja, okay, ob das jetzt so klug ist, weiß ich nicht. Wartet mal, das wäre klug. Okay, er hat jetzt leider den Falschen draufgepackt. Ich bin jetzt nochmal schnell für ein Level abgegangen. Aber was können wir hier raus machen? Jumus und bei ihm... ach, das da. Gain mehr Attack Speed. Ja, weiß ich nicht. Guck mal, Shyvana intet einfach. Bruder! Come on! Er intet, guck mal, gegen ihn hätte ich gewonnen. Jetzt kommt er dazu. Ich könnte sogar, Mordekaiser habe ich irgendwie das Gefühl, ist überhaupt nicht stark. Sieht zwar krass aus, aber, nee, ich glaube, die verliere ich, aber. Losing Streak Gold kriegen wir immerhin. Das heißt, wir sind auf einer Losing Streak, kriegen ein bisschen Gold dadurch. Oder das gewinne ich sogar, what the fuck. Obwohl Shyvana geintet hat. Oder verliere ich es nicht, ich gewinne das. Also Shyvana ist halt auch super cool. Auf Shapeshifter würde ich mich richtig sehen. Shapeshifter haben den Bonus, dass sie plus 100% Bonus Max Health bekommen. Werden sie sich verwandeln. Also, das ist super cool. Wir haben ja auch schon Nidalee. Aber da fehlt noch einiges. So, was haben wir? Wir haben hier nochmal den. Wir haben nochmal den. Alter, ich krieg überhaupt nichts. Und ich muss langsam mal Geld ansammeln, Leute. Das heißt, wir tun sie erstmal raus und packen ihn drauf. Wobei Shyvana gerade nicht schlecht war. Jetzt haben wir nämlich Void-Bonus, Glacial-Bonus und Brawler-Bonus. Das ist gar nicht so schlecht. Wer war da noch? Brawler, sie ja. Das heißt, gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir nur langsam mal ein bisschen gucken, was wir hier machen, Leute. Weil wir haben... also man sollte sich Geld ansammeln. Man sieht das, man kann bei anderen gucken, ob die Geld haben. Die haben auch alle kein Geld, weil das wird hier angezeigt, diesen Dingern. Hier, der hat zum Beispiel 10 Gold. Ayu Pikachu. Das heißt, sie hat so eine Goldbox. Ja, dann kann man so ein bisschen sehen, hey, ne, wer hat wie viel Geld und so. So, können wir das schaffen? Ich habe halt, guck mal, ich habe auch keine Items, nicht so gute Upgrades. Gar keine Upgrades eigentlich, ich habe nur Kassadin. Während alle anderen schon mit Upgrades rumlaufen. Aber ich habe ein ganz gutes Board, so hätte ich gesagt. Und die Gegner werden jetzt ab und zu eingefriert, hier durch Volibear.
Und Volibear, muss man aktuell sagen, ist broken, Leute. Volibear macht mich mit seiner Blitze, verteilt der. Ist halt ein Level 1 Volibear, deswegen reicht es wahrscheinlich nicht, aber er kann alle einfrieren. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist definitiv nicht schlecht. Das Problem ist, ich gehe jetzt für Win, für Lose. Oh, wir haben Volibear auf Stufe 3, sehr gut. Wir haben Rek'Sai auf Stufe 3 und wir haben Lulu auf Stufe 3, meine Freunde. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt mal ein bisschen Power auf dem Board. Kann man das so sagen? Die Frage ist, tun wir Kha'Zix runter, so? Passt das? Ist das ein Board? Kann man damit arbeiten? Kann man damit arbeiten? Elementalist klingt auch interessant. Komm, Void will ich eigentlich eh nicht für gehen. Das heißt, den schmeißen wir weg. Kann ich jetzt hier mit dem Schwert... Wem gebe ich... Ach, scheiße, wem gebe ich das denn? Niemanden. Shyvana am besten. Was macht man denn auf Schwert und Schwert? Infinity Edge. Critical Strikes, deal 100% Damage. Klingt nicht verkehrt. Allerdings kann ich mit Shyvana gerade noch nichts anfangen. So, das ist wieder ein Mob-Level. Was ich jetzt habe, ist... Also Lulu-Ult. Na, sie macht jetzt hier schön die Dudes ab und zu groß. Das ist ganz cool. Wir haben hier jetzt einen Volibear, der ordentlich stark ist und Blitze durch... Ja, was ist denn Schwert und Schild? Was war das? Ach, Sekis immer noch, verdammt. Es bleibt Sekis. Es wird sich niemals ändern, meine Freunde. Es wird sich niemals ändern. Was ich mir für dieses Spiel wünsche, ist, irgendwie soundtechnisch ist das ein bisschen mau, finde ich. Ich finde, die müssen hier so ein Item-Ding hinmachen, dass man sieht, hey, was kann man mit was kombinieren? Dann sollte man RNG-Items, ne? Manchmal Droppen-Items, manchmal nicht. Das sollten sie auf jeden Fall entfernen. Oder ändern einfach. Meiner Meinung nach einfach, dass jedes Monster, was du killst, ein Item droppt. Ganz einfaches Ding. So, wir müssen jetzt übrigens mal auf 10 Gold gehen jetzt, Leute. Das ist unser Ziel. Unsere Quest. Ansonsten vielleicht fancyes Aussehen. So, die werden halt, die sind halt Bronze, dann werden sie Silber und sehen auch so Silber aus. Und dann werden sie Gold und sehen Gold aus. Ich fände halt, in Dota sehen die Dudes halt richtig krank aus. Na klar, so mit Farben ändern, chromamäßig ist halt einfach. Aber, so, was hat er? Er hat 1, 2, 3, 4 T2-Einheiten. Ich aber auch mittlerweile. Jetzt ist die Frage, welche T4-Einheiten sind besser? Ich habe aber noch eine fünfte Einheit auf dem Board. Den kleinen Braum hier. So, jetzt, wenn er gleich seine Ultimate macht, aber er braucht lange, vielleicht muss er tanken. Hier kommt Lulu-Ult. Sie ultet sich natürlich selber. Man kennt's, Supporter. So, jetzt kommt die Ult von ihm. Ich glaube, die müsste komplett durchkillen. Denn wir werden einfach übers Board komplett die ganze Zeit Einheiten eingefroren. Ich glaube, er wird auch noch genervt. Der Volibear, der ist nämlich echt broken, Leute. Broken Champ. So, 8 Gold. Wir müssen jetzt für die Winning Spree gehen. Unbedingt, weil wir brauchen Geld, Leute. Und fürs Konto müssen wir gehen. Ich glaube, die anderen sammeln auch keinen. Doch, er hat 10 Gold. Er hat gar kein Gold. Er hat 10. 20 hatte da einer. So, was haben wir hier? Volibear und noch eine Lulu. So. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo man überlegen muss. Wir könnten auch für Sorcerers gehen. Wir haben jetzt 3 Sorcerers auf dem Board dann. Ist das hier auch ein Spell, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wir könnten nämlich jetzt Ari kaufen. Dann hätten wir Lulu und... Ich würde mich ja auf Sorcerer schon ein bisschen sehen, aber ich glaube, das gibt für Sorcerer nicht so stark. Was konnte man nochmal hier machen? Assassin. Assassin bringt mir nichts. Jetzt haben wir das Problem, wir haben 9 Gold. Das heißt, wenn wir den Bonusgold mitnehmen wollen für die nächste Runde, wenn wir gewinnen, kriegen wir 1 Gold? Die Frage ist, gewinnen wir? Er hat hier so ein Item, das keine Ahnung was macht. Jede Sekunde der Rerise 5 Sekunden Chance to gain und Alter, ist komplett broken das Item. Der Lucian, aber er hat das zum Glück so eine Mülleinheit gegeben, aber komplett broken. Die Frage ist, wenn ich die Runde gewinne, kriege ich 10 Gold. Ansonsten könnte man überlegen, ob wir vielleicht Nidalee oder so verkaufen. Das Problem ist, dass der Lucian bald rasieren wird. Aber ne, ich glaube, das schaffen wir, Leute. Das sieht gut aus. Wobei, er hat GA, der Garen. Er hat es halt echt dem Falschen gegeben. Vielleicht war das auch schon drauf auf dem Dude. Aber dann hätte ich den verkauft einfach. Na? Sehr gut. Dem haben wir richtig viel Damage gegeben. Je mehr Einheiten nämlich überleben, so mehr Damage bekommt man auch. So, wir haben jetzt noch eine Glacial-Einheit. Hier zum Beispiel können wir jetzt überlegen, er ist Stufe 1, er ist eine Stufe, ne, eine 2 Gold-Einheit, okay. Ich glaube, aber Lissandra ist tatsächlich besser als Braum, deswegen nehmen wir Braum, tun ihn drauf. Wir können auch beide nehmen, weil ich eh nicht, okay, oder können wir auf 20 Gold kommen? 17, ich könnte halt Lulu verkaufen und sie und alles, ne, das machen wir nicht. Das heißt, wir cashen einfach nochmal rein und nehmen nochmal ein bisschen mit. Ne, nehmen einfach mit, weil das Gute ist auch, dadurch, dass wir die Einheit mitnehmen kann, wenn jetzt jemand Vayne gerade farmt, der kriegt sie nicht. Der kann keine Vayne kriegen gerade. Das ist auch ein Fortschritt. So, er hat 3, 6 Einheiten. Er hat eine mehr als ich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht für uns. Und er hat 2, 5 Silbereinheiten. Ich habe 4. Wenn wir das gewinnen, dann wollte ich gerade sagen, sind wir broken, aber dann ist Volley wahrscheinlich broken. Volley macht hier ordentlichen Damage. Komm, mach noch ein bisschen. Komm, do it, noch einen Blitz. Ja, do it, komm. Ah, schade. Ihr beide vielleicht? Lulu Ult? Ja, Lulu Ult?
Rek'Sai, komm, mach mich glücklich. Naja, okay, Rek'Sai hat komplett geintet. Habt ihr es gesehen? Habt ihr das gesehen? Unlucky Int. Nun gut. Nun gut. Das ist natürlich jetzt wieder schade rum. Hi Elo Player hat noch keine Runde verloren. So, jetzt können wir wieder was aussuchen. Was haben wir hier? Was wollen wir haben? Volibear? Der hat den Spaten, der wäre gut. Lucian wäre also auch fein. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Also der Lucian wäre fein mit dem Spaten. Ansonsten Akali würde ich mich auch mal drauf sehen, aber okay, der Spaten ist weg, scheiße. Dann haben wir noch Volibear über. Hallo, das ist halt das Problem. Man kann halt, die schlechtesten Spieler dürfen halt zuerst wählen. Ja, nehmen wir noch einen Volley. Die schlechtesten Spieler dürfen zuerst wählen und dann die, das ist eigentlich gut. Das heißt, der beste Spieler gerade im Game, da hat nur noch Müll über. Finde ich ein cooles System. Sehr, sehr cooles System. Zwei von diesen Spaten wären ein neuer Unit-Slot auf dem Board gewesen. Das wäre richtig, Bro. Ich muss halt echt mal hier was raus. Aber ich kriege keine Items mehr. So, was haben wir hier? Nur Müll. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, wir können für ein Level abgehen. Das machen wir, glaube ich, auch. Weil ich will jetzt mal... Oder sollen wir fürs Geld gehen? Ah. Warte mal, wir verkaufen erstmal ein bisschen Müll hier. So, wir haben jetzt 21 Gold. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Boxen. Ich denke, wir gehen in zwei Runden, oder sollen wir jetzt für ein Level abgehen? Lohnt sich das für ein Level abzugehen? Nee, ich nehme lieber das eine Gold mit, was ich jetzt durch das Bonusgold bekomme. Und würde gerne gucken, dass ich mal auf die... Guck mal, er hat einfach Warwick Level 3. Guck mal, die Runde hätte ich eh nicht gewonnen. Er hat ein Level 3 Warwick. Ja, moin. Hier sieht man Gold. Ja, moin. Ja, moin. Ne, also es hat schon was mit Glück zu tun, aber auch schon mit Strategie, muss man sagen. Wenn man natürlich nur teure Einheiten sammelt, dann ist es natürlich schwieriger, die auf T2 zu bekommen. Oder T3. Komm, wir töten wenigstens noch den Warwick. Leider stirbt er nicht. Kann er sich heilen oder was macht der? Ja, mit seiner Ult. Zwar aber, naja, es war, was heißt knapp? Weiß ich nicht. Aber es war knapp bei Warwick. Scheiße. Mist, Alter. Immer dieses Gewinnen, Verlieren ist nicht gut, Leute. Aber ich sehe mich in dem Game noch. Akali? Ich kriege aber auch gerade nichts. Ganz ehrlich, wir verkaufen noch einen. Wir gehen für das Gold, Leute. Wir gehen mal schön für das Gold. Braum, verpiss dich. So, 30. Jetzt haben wir drei Boxen. Jetzt kriegen wir drei Gold die nächste Runde. Und wir sind ja eh auf einer Losing Streak. Das heißt, wir kriegen durchs Losing Streak nochmal ein Gold. Klar, ich glaube, hier in dem Game ist es nicht so gut wie in Dota Auto Chess. Weil in Dota Auto Chess, also hier kriegst du gefühlt viel, viel mehr Schaden. Die Runden gehen schneller, habe ich das Gefühl. Du bist schneller tot. Als in Dota Auto Chess. Weil hier ist es so, es kriegt immer einer Damage. In Dota Auto Chess kann es sein, dass richtig viele immer bei 100% bleiben. Wenn jeder seine Wave cleart, aber hier greift immer einer an. Das heißt, es ist immer nur... Also, ja. Ne, entweder er verliert oder ich verliere. Es gibt kein alle gewinnen. Das ging bei Auto Chess, hier geht es nicht. Brand scheint very guten Damage dadurch gemacht zu haben. Na, und wir kriegen jetzt so viel Damage. Wir gucken, wir haben 51 Leben, Leute. Passt auf. Bam. 32, gleich tot. Bruder. Wir müssen jetzt echt Gas geben, sonst war es das gleich. Aber wir kriegen drei Gold. Und haben nochmal ein Gold hier bekommen. Also Gold. Ne? Aber jetzt komm, gib mir irgendwas Geiles. Ich habe halt noch gar nichts auf dem Board, aber nichts. Wir gehen erst noch fürs Level Up und wir müssen jetzt was rollen, weil... Hier ist noch ein Glacial, den packen wir mit drauf. Ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Wir müssen jetzt rollen tatsächlich. Ich habe das Gold zwar schön angesammelt, aber wir müssen jetzt rollen, weil wir sonst... Oh mein Gott, wir haben bald einen T3 Volibear. Wenn wir den haben, wir gehen jetzt, komm, voll für den Green. Ne, wir warten. Wir greenen nicht einmal noch. Ah! Ah, ein Volley noch, 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 ein Volley noch. Wir haben jetzt, also für einen T3-Volley brauchen wir brauchen wir drei T2-Volleys. Mir fehlt also noch ein einziger Volley, Leute. Dann wird eskaliert. Rek'Sai muss vom Board, die ist komplett scheiße und Cassidy muss auch runter. Und wir haben halt überhaupt keine Bonis. Wir haben halt Brawler und... Er steht einfach da und macht nichts. So, guck mal, wir haben ordentlich... Jetzt, Leute, ist hier Weihnachten. Jetzt ist auf einmal Turning Tide Weihnachten. Jetzt noch ein Volley. Ah, okay. Ja, komm. Volley? Ah, Seedrun ist auch nicht schlecht. Noch ein Volley? Ja, komm schon, bitte. Ich hab Lust auf Volley. Ah! So, können wir noch... So, jetzt müssen wir schnell gucken. Schwert. Schwert, Schwert, Nase bricht. Alter, wir haben so viele Items. Er kriegt erstmal einen Sting. Was passiert, wenn er das kriegt? Attacks have chance to disarm. Weiß ich nicht. Revive ist auch nicht schlecht, aber er sollte eigentlich gar nicht sterben. Ich kann da, weiß halt nicht hier. Runans ist auch nicht schlecht, aber nicht auf Lulu, oder? Oder wer war das? Auf. Ja, okay, wir geben das ihr, weil wir verkaufen sie eh bald.
Ich weiß halt nicht, wie kombinieren. Ach so, kann man gar nicht hier kombinieren, dachte ich. Man kann es natürlich auch hier kombinieren, wenn man sehen will. Gunblade. Oh ja, da sehe ich mich. Das heißt, du verpisst dich schnell und das Gunblade kriegt schnell der Volley. Ist er noch am Leben? Da. Hier, Gunblade. Jetzt heil dich. Er ist wahrscheinlich zu spät, oder? Volley? Jetzt heil dich, komm. Ah, schade. Schafft ihr das noch? Lulu Ult, wäre geil. Komm mal, Leute. Jetzt ist Turning Tide. Jetzt sehe ich mich komplett im Carry-Mode. Wir müssen jetzt aber komplett Gold sparen. Wir müssen wirklich... Wir haben super viel Gold ausgegeben, aber wir haben jetzt ein Board, womit wir überleben können. Ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt Gold sparen. So, Rek'Sai verpisst sich jetzt erstmal, oder? Also, sie ist Brawler, dann verliere ich den Brawler-Bonus. Was habe ich denn noch? Was könnte ich hier... Ich muss irgendwas... was ist sie denn? Dragon und Shapeshifter. Scheiße. Ich könnte aber... Nee, komm. Du verpisst dich tatsächlich wirklich und dann kommt nämlich Ash drauf. Und Ash bekommt... Bekommt Ash Runans oder Lulu? Ash. Hier können wir noch... Chance to disarm, das will ich nicht. Oder? Will ich das? Nee, will ich nicht. Will ich das? Nee, ich will nicht. Oder will ich das? So, Volibear. Goldener Volibear. Mach mich... Ist das eigentlich ein Skin von ihm? Nee, ne? Oder doch? Ja, aber... Irgendein Skin. So, jetzt Ultimate und da durchgeblitzt. Ja, wir haben jetzt halt 4 Einfrierer, Leute. Die Chance, dass die jetzt alle eingefroren werden, ist halt giga hoch. Er cleart jetzt komplett durch. Guckt euch das an. Ash schießt mit Runans auch. Die friert nämlich auch ein. Durchgespielt. Dota, Auto-Chess, LOL, Teamfight, durchgespielt. Ich würde mich gerne noch auf einer Shyvana Stufe 3 sehen. So, wir gehen jetzt für die Winning Streak und fürs Gold. Einfach. Hier ist noch eine Lissandra und ein Drache. Ich würde mich halt bei dem Drache, ich würde halt die Drache-Shyvana-Kombo so ein bisschen, da würde ich mich sehen. Aber das wäre pures Late-Game. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin A überleben und B überleben. Aber ja. Aber ich kann euch gleich sagen, Volley ist auch wirklich zu stark gerade ein bisschen, Leute. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht Volley. Es ist eher Glacial ist zu stark. Also ich meine, es gibt viele Star-Sachen. Auch also Leute sagen, Sorcerer ist stark. Also es gibt, gerade sagt jeder, hey, das ist Draven, sagen die Leute, ist broken. Also ich glaube, jeder hat, oh, der Volleybär, habt ihr das gesehen? Jeder hat einfach eine broken Runde und so. Der Volleybär macht so viel Schaden, er greift einfach nicht an. Greif mal an, schneller. Dude. Ist er geslowt oder so? Hat der einen Frozen Heart, der Gegner? Ne, ich glaube, jeder hat irgendwo eine gute Runde mitgehabt und dann sagt er, hey, broken. Ne? Aber hier Ash schießt auch die ganze Zeit die Frostpfeile rein. Also aktuell habe ich ein gutes Board, hätte ich gesagt. Very welcome. Ihr solltet aber echt versuchen, mehr Geld anzusammeln, das möchte ich sagen. Also, ja. So, wir sind relativ weit unten. Wir haben hier, wir können Items gucken. Sie hat so einen Mana-Stab. Da ist eine Shaiwang, hier ist nochmal so ein Spatula. Da ist noch ein Kaktus. Hier sind viele gute Sachen an Bord. Ich würde mich, glaube ich, auf Shyvana sehen. Shyvana ist weg. Das heißt, ich würde mich jetzt auf Veigar sehen, eventuell. Veigar oder Miss Fortune. Nee, ich nehme, ganz ehrlich, ich nehme einfach das Item damit. Ich nehme jetzt einfach Kindred, weil sie ist A, viel Geld wert. Und B, sie hat ein ausgebautes Item. Das heißt, hier sind einzelne Items. Das hier ist ein fertiges Item. Das ist ein Mana-Item. Das wäre Volley ziemlich gut. Aber... Das Ding sorgt einfach dafür, dass die Dudes öfter ihre Dinger... Auf Lulu wäre das, glaube ich, ziemlich gut. Könnten gucken, ob wir das Lulu geben. Kratos will niemanden. RIP. RIP, RIP, RIP. So. Hier waren Draven. Sollen wir rollen? Ne, wir wollten Geld ansammeln. So, wir verkaufen sie. Brauchen wir nicht. Und haben das Ding. Wem geben wir das? Lulu? Oder Seju? Seju wäre auch krass. Die Frage ist, ist das die alte Seju Ult oder die neue? Also werden nur eine Person eingefroren oder wäre das Enemies, also viele. Ja, komm, gehen wir das mal, aber ja, gehen wir das mal Seju. Und das Ding, ja, weiß noch nicht, halten wir mal. Wir können immer noch das Ding da bauen. Das Coole an Lulu ist halt, sie kann halt richtig oft ulten. Ne? Sie ultet immer wieder direkt straight durch mich an. Das können ja alle, ne? Aber sie können ja immer wieder ihren Spell benutzen. Ist ja kein Cooldown, aber... So, was haben wir hier? Da ist ein Draven. Ein starker Draven, da ist ein Redemption. Redemption ist, glaube ich, nicht so gut. Komm, Volley hat jetzt Ult an und jetzt geht's los, Leute. Oh, die Miss Fortune Ult direkt abgebrochen. Aber irgendwie buggt der. Guck mal, der greift nicht an ab und zu, oder? Ach, ich glaube, der wird bestimmt gedisarmt oder so. Das ist gar nicht so geil eigentlich. Die Runde könnten wir echt verlieren. Die verlieren wir. Hier, ne, Draven. Starke Einheit, habe ich ja gesagt. Draven ist strong. Jetzt kriegen wir leider Damage. Sehr viel Damage. Oder haben wir schon Damage bekommen? Draven it is, meine Freunde. So, da ist noch ein Braum. Da müssen wir jetzt doch noch mal ein bisschen rein cashen, oder? Nee, gegen wen haben wir gerade... Steht das irgendwo noch? Gegen wen haben wir verloren? Ich glaube, wir haben bestimmt gegen einen verloren, der richtig gut war. Ist das er? Guck mal, es war Spieler 1. Das war der Beste. Das heißt, wir spielen jetzt nicht noch mal gegen Spieler 1, glaube ich. Ich glaube, das kann nicht passieren.
Wir sparen also. Wir gehen fürs Geld, Leute. Wir gehen für den Greed. Greed ist gut. Das Problem bei dem Refresh ist nämlich einfach, du hast nie eine Garantie, ob du was für deine 2 Gold bekommst. Es kann sein, dass du jetzt 5-mal rollst und nichts bekommst. Dann hast du einfach 10 Gold weniger. Okay, Ayu Pikachu hat auch sehr starke Einheiten, aber ich glaube, das könnte gehen. Oh, hier ist ein T3 Tristana mit Ludens. Okay, Volibear, mach mich bitte glücklich. Komm. Do it. Volibear carried. Er carried. Er carried. Get die Tristana. Tristana. Ja, Shyvana fehlt mir auch noch. Das wäre richtig gut gewesen vorhin auch noch. Nice. Durchgekillt. Sehr gut. Ich bräuchte halt mal. Ich glaube, mein Problem ist immer, dass ich immer nur teure Einheiten sammle und dadurch nie goldene Einheiten zusammenkriege. Also, ich habe jetzt Volley. Das war schon Glück, muss man sagen. Aber. Shyvana. Sehr gut. Das heißt, was können wir runterbringen vom Board? Oder leveln wir einfach hoch? Da müssen wir richtig viel Geld investieren, hochzuleveln. Ich würde sie aber sehr gerne aufs. Ah, ne, wir haben. Guck mal. Wir kämpfen jetzt gegen den Mister. Das heißt. Die schaffen wir. Da trust ich einfach. Die schaffen wir. Wir könnten Lulu runterpacken. Ich glaube, das machen wir mal. Oder habe ich irgendwas, wenn ich die draufpacke? Sorcerer, Yordle. Yordle braucht man 3 und Sorcerer habe ich auch nix. Das heißt. Shyvana. Ach, guck mal, wir können hier sogar Blutdürster bauen. Ist auch nicht verkehrt. Machen wir. Komm, hier, Blutdürster. Wir müssen jetzt alles ranbringen hier. Na? Aber ich. Bei Shyvana ist das Gute, sie verwandelt sich. Bei ihr wäre der mal. Alter, die sind ja übel. Aber komm, Wolli. Der braucht mehr Attack Speed, der Bruder. Der greift viel zu langsam an. Jetzt Ultimate. Jetzt friere allein. Komm. Shyvana braucht. Die braucht auch. Komm. Ja, das klappt aber, oder? Das klappt sehr gut. Na, Shyvana verwandelt sich. Leider ein bisschen spät, hätte ich gesagt. GA. Hm. Ich weiß ja nicht. Sollen wir ihm. Pass mal auf, wir probieren mal was aus. Wir geben ihm GA. Und packen ihn nach ganz vorne hin. Es kann natürlich sein, dass er CC'd wird und so. Das wäre halt richtig bad. Das wäre nicht so gut. Hier ist noch eine 2-mal Lulu. So, wir haben jetzt 40 Gold. Das heißt, wir bekommen 4 Gold jede Runde dazu. Und wir prayen einfach. Ich muss irgendwie die besser beschützen. Und der Kassadin muss runterhalten. Der ist ja kompletter End. Dann kommt lieber Lulu drauf. So, wir haben halt nur den Glacial-Bonus. Das ist ein bisschen mau, hätte ich gesagt. So, wir gucken, ob das klappt. Und Lissandra muss auch noch geupgradet werden. Aurelion haben wir, den könnte ich auch verkaufen, den brauche ich nicht. Aurelion? Achso, ich wollte doch wegen dem Drachen, deswegen habe ich den. So, wir spielen gegen High-Elo-Player, es ist der Rang 1 aktuell. Volley wird leider nicht gefokust, ich weiß nicht, ob der GA jetzt so gut auf ihm ist, weil ich kann ihm keine weiteren Items mehr geben. Shyvana intet leider. Und er stirbt halt als letztes, eigentlich müsste er als erstes sterben, damit das Warfare mit dem GA... Aber guckt euch das an, Leute, komm. Ohne Witz, mach mich glücklich, do it. Oh mein Gott, das, also... Oh, jetzt das Duell der Duelle. Easy. Einfach durchgekillt. Schön den ersten Platz weggenockt, Leute. Da sehe ich nicht. Welcome. Einfach weggewelcomed. Und das ist gut, weil der vielleicht auf einer Winning Streak war oder so. So, wir haben jetzt 56 Gold. Jetzt haben wir 2 Entscheidungen, Leute. Wir wollen immer bei 50 Gold bleiben. Und wir können entweder rollen wir oder wir gehen für die Level-Ups. Level-Ups zu gehen ist klüger, weil das ist garantiert. Hier rollen ist, weiß man nicht. Ich würde aber sehr, sehr gerne, wenn ich ehrlich bin, noch eben Lissandra bekommen. Keine Lissandra, schade. Ja, schade. Ist das hier T2? Wir brauchen noch 2 Lulus, Leute. 2 Lulus noch. Ah, jetzt, guck mal, wir haben voll... Wir haben nur Müll. Wir haben eine T3-Einheit und 2 T2. Guck dir, hier ist alles Silber, aber dafür nichts Gold. Volley, mach mich glücklich, komm. Ash wird leider von Pike gekillt. Das RIP. Volley, go for it jetzt. Mach Ult an. Oh, ihr werdet Gemana burnt. Kann das sein? Er hat GA, aber er wird, glaube ich, Gemana burnt. Ich glaube, die Runde schaffen wir nicht. Wer ist das? Moment. Oh, ich glaube, es kann sein, dass wir sterben. Ist legit möglich. Oh, Volley! Volley! Oh, Volley! Oh, so knapp. Aber, oh. Es war so knapp. Es war so fucking knapp. So knapp. Oh mein Gott. Ja, da hätte ich doch lieber rollen sollen. Ich dachte echt, dass ich da besser im Start bin. Dann habe ich festgestellt, dass ich inter. Naja, deswegen, zu viel Greed ist halt auch nicht gut. Da hätte man lieber rollen sollen. Mist. Mist. Okay, das war echt dumm. Vor allem jetzt am Ende hätte ich echt für wahrscheinlich... Ich hätte sogar echt das Potenzial gehabt zu gewinnen, wenn ich einfach alles wegrolle. Ich hätte wahrscheinlich gar kein Income mehr gebraucht. Da bin ich leider so ein bisschen greedy. Unlucky. Nun gut, aber ich denke, es war eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Und tschüss.